Perfekto. Ja, wir als Hobbybastler, wir haben ja oft auch das Problem, dass wir zu Hause etwas zuschneiden wollen. Und ja, dann greift man oft zum Winkelschleifer und schneidet sich dann irgendwas zu. Das muss man anreißen, das wird nie hundertprozentig gerade. Darum wollte ich schon länger mal irgendwas haben, wo ich es ein bisschen besser mit hinkriege. Irgendwo eine große Säge irgendwo in eine Ecke stellen oder so, ist immer auch schwierig, da ich auch viel Edelstahl immer mal wieder verarbeite, muss das Ganze auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben. Darum habe ich mir schon überlegt, seit längerem mal so einen Trennständer zu kaufen, aber so einen Trennständer für einen 125er Winkelschleifer, der kam für mich nicht in Frage, weil ich da einfach nicht die nötige Schnitttiefe habe und außerdem wollte ich auch was richtig Massives. Habe ich mich mal ein bisschen inspirieren lassen, ein bisschen im Internet geguckt, hier geguckt, da geguckt und habe dann für mich, glaube ich, die beste Lösung gefunden. Und die ist relativ günstig, die ist relativ einfach, aber auch relativ solide. Ich kann Trennscheiben benutzen, die dann auch relativ preiswert sind. Und ja, ich stelle euch diesen Trennständer, den ich mir dann gebaut habe, den ich auf meinem Schweißtisch montiert habe oder montieren kann. Den stelle ich euch mal im Video vor. Erstmal welches Material, dann wie ich das so gebaut habe. Und dann zeige ich euch, wie im Vorspann, nochmal ein bisschen Praxis. Material, ja, ich habe 5 Langmuttern verwendet, M20. Langmuttern sind mehr so im industriellen Bereich, sage ich mal, werden die verwendet, so im Hobbybereich eher weniger. Kann man aber auch bei eBay und Amazon bestellen, kosten so ungefähr 2,50 Euro das Stück. Gewindestangen, M20 dazu, braucht man so ungefähr 400 mm. Und dann habe ich mir einen Winkelschleifer bestellt, A, weil ich keinen großen hatte. B, wollte ich auch einen haben, der wirklich eine Aufnahme hat. Das heißt, der hat hier 3 Aufnahmemöglichkeiten für den Handgriff und so kann ich relativ gut hinter meinen Griff bauen, meine Befestigung bauen. Dann habe ich meinen Schweißtisch als Unterkonstruktion genommen, auf den ich das Ganze dann draufschraube. Habe ein bisschen Flachmaterial genommen. Ich hatte noch so ein paar Edelstahl-Flachmaterialreste, die habe ich verbaut und dann braucht man noch diverse Schrauben. Ja. Und als erstes basteln wir uns die Winkelstücke, die hinter die Gewindestange aufnehmen, an der der Winkelschleifer befestigt wird. Das ist wichtig, dass die wirklich schön winklig sind und dass man im ersten Schritt erstmal sich markiert, wo man dann schweißen will und sich dann da die Verzinkung auch wirklich wegschleift. Ja, Verzinkung auch eine ganz gefährliche Falle. Das heißt, wenn ich nur auf die Beschichtung schweiße, gerade beim Max-Schweißen geht das relativ schnell, dann reißt es irgendwann ab und ich habe eigentlich nur, dass die Beschichtung dann komplett abreißt. Also ich habe keine Festigkeit. Ich will hier einen Winkelschleifer, einen großen, massiven Winkelschleifer dran machen. Darum nehme ich ja auch M20er. Ich habe da noch eine Verlängerung, also Hebelverhältnisse. Ich drücke dann hinterher noch. Also das muss schon ein bisschen was aushalten. Darum richtig schön beschleifen. Ja. Das sind dann die beiden fertigen Stücke, daneben die Gewindestangen. Wie gesagt, sind so ungefähr 200. Habe ich ein bisschen länger gelassen, damit man den Längen auch noch variieren kann. Wichtig ist wirklich, dass die schön winklig sind. Die kann ich hinterher in meinen Tisch hier reinstecken und habe das dann schon mal so ein bisschen fixiert. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich das Ganze montiere. Als nächstes bauen wir die Halterung für den Winkelschleifer, auch ganz einfach aufgebaut. Ich habe hier einfach 2 Flachmaterialien genommen, habe 15er Löcher gebohrt. In dem Winkelschleifer sind M14er Löcher drin, Gewinde drin, Gewindebohrung. Da muss ich mir natürlich Schrauben bestellen, sowas hat eigentlich keiner zu Hause. Habe ich mir auch bei eBay bestellt. Ich glaube 6 M14er Schrauben haben glaube ich 3,50 Euro oder 4 Euro gekostet. Also alles kleine Summen. Sage ich mal. Dann bin ich mit der Masse möglichst direkt dran gegangen. Kann man sich gleich merken, wenn man an elektrischen Bauteilen schweißt, die Masse immer so direkt wie möglich an der Schweißnaht. Von außen kleiner Hefter, dann wird das Ganze abgeschraubt. Erst von innen schweißen, dann von außen schweißen. Da hat man die Halterung. Und im nächsten Punkt bauen wir dann das Flachmaterial an, den Griff und hinten die andere Langmutter.
So, man sieht hier schön, das Flachmaterial muss sich wirklich zum Winkel, zur Trennscheibe ausrichten. Das ist eine ganz elementare Sache. Langmutter, Flachmaterial und Trennscheibe muss zueinander laufen. Ich nehme hier einen Winkel, um die Langmutter wirklich schön auszurichten. Genauso nehme ich einen Winkel, halte eine Trennscheibe und gucke, dass der Luftspalt immer schön identisch ist zu dem Flachmaterial. So stelle ich sicher, dass das wirklich schön zueinander läuft. Und dann funktioniert das hinterher auch super mit dem Trennständer. Hinterher baue ich das mir ab und verschweiße das wieder alles vernünftig. Und das sollte dann das Ergebnis sein. Ja, dieses Flachmaterial hier, das hat ungefähr 200, 230 oder 240 ist das lang geworden. Ja, ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Muss man so immer so einen Kompromiss machen. Kann man eventuell auch noch jeder für sich selber anpassen. Ich habe jetzt, wie gesagt, so 230, glaube ich, genommen. Dann kommt es hier rüber und dann, ne, ergibt sich das. Das ist eine sehr solide Konstruktion, da wackelt überhaupt nichts, ziehe ich die Schrauben an, ist bombenfest. Ja, dann habe ich mir noch einen Anschlag gebastelt und ich will das Ganze verstellen können, damit ich auch auf Gehrung gehen kann. Das seht ihr dann gleich noch. Und ich habe einfach so zwei alte Flachmaterialien, die in der Ecke rumflogen. Die sind, glaube ich, so 20 stark. Die habe ich genommen, habe mir so aus dem anderen Stück zwei kleine Ecken rausgeschnitten mit dem Winkelschleifer. Habe das dann verbrutzelt und das Ganze dann schön beschliffen. Hinterher habe ich dann hier so zwei Flügelmuttern. Damit kann ich das mit der Hand spannen. Die Flügelmuttern habe ich jetzt auch genommen, weil ich sie noch habe. Geht natürlich auch mit normalen Muttern. Flügelmuttern haben den Vorteil, ich kann es immer mit der Hand lösen und wieder verstellen. So, dann habe ich das Ganze mal montiert. Sieht man jetzt schon, wird ein Schuh draus. Eine Gewindestange von links, eine von rechts. Ich habe allerdings hier noch so zwei kleine Unterbauten genommen. Das heißt, die Vierkantrohre habe ich abgeschnitten. Kann man auch ein Stück Flachmaterial, irgendwas nehmen, was ihr habt. Muss man ein bisschen kreativ sein. Und ein bisschen die Höhe, damit sich das hier schön frei drehen kann. Und die Langmuttern wären sonst zu lang. Die würden hier unten rausgucken. Dann kann ich es wieder schlecht befestigen. Unten eine kleine Scheibe dran, eine Schraube dran. Und dann kann man das befestigen. Durch die Langmuttern, durch die flachen Seiten der Schlüsselflächen der Langmuttern, sage ich mal, die sind genau 30, das fixiert das ideal. Ist natürlich immer wichtig, dass dann wirklich die Fläche hier auch zu der Mutter läuft. Ansonsten guckt die in irgendeine Richtung, dann geht es mit den Gewindestangen nicht. Also hier muss man wirklich ein bisschen vorsichtig arbeiten. Da müssen die Schweißnähte, hier meine sehen so einigermaßen aus, muss aber nicht ganz toll aussehen, aber dass das läuft, das ist wirklich wichtig. Wichtig, dass die Verzinkung schön beschliffen ist, dass das Ganze auch wirklich hält. Ja. Und dann montiert man sich das einmal schon mal so. Und dann im nächsten Schritt, ich bin da ein ganz großer Fan, wenn ich so C-Stahl verarbeite, das dann auch mal kurz so ein bisschen wenigstens zu lackieren. Ich kaufe mir immer hier beim Lidl oder beim Aldi, wenn es da mal Buntlack gibt, Dosen oder auch Metallschutzlackdosen. Ich glaube, so eine Dose hat 3 € gekostet. Dann kaufe ich mir mal zwei, drei Dosen, stelle die hin und wenn man mal irgendwas hat, dann sprüht man das immer schön mal über. Sieht auch immer alles gut aus. Soll ja alles ein bisschen schön aussehen. Hier habe ich den Anschlag einfach mit dem Schweißdraht hingehangen und ein bisschen angesprüht. Pappe unter natürlich. Und hier habe ich mir das Edelstahl hinten auch abgeklebt mit der Langmutter, die natürlich aus C-Stahl ist, wo ich ja den C-Stahl, die Verzinkung beschliffen habe, die dann hinterher auch wieder rosten würde. Hier unten sind dann diese beiden Winkelstücke mit den Gewindeenden drin. Die habe ich auch abgeklebt, damit das Gewinde nicht beschädigt. Hier oben natürlich auch ganz wichtig, dass ich nicht ins Gewinde reinsprühe. Auch vielleicht einen kleinen Kleber drauf. Ich bin ein bisschen vorsichtig gewesen, hat auch funktioniert. Ja, und dann habe ich das Ganze soweit und dann kann ich es im nächsten Schritt halt zusammenbauen und ausprobieren. Ja, die schön lackierten Teile liegen jetzt vor mir. Und jetzt ein bisschen die Breite schon angepasst. Jetzt wird das montiert. Einfach in die Mutter reinschrauben und schön festziehen. Und dann sieht man schon, wie gut das funktioniert. Wichtig ist, dass die Trennscheibe wirklich auch parallel zu den Vierkantrohren des Tisches läuft. Und so kann ich das dann auch perfekt einstellen. Hier habe ich es auf Gehrung eingestellt. Ich werde mir noch Anrisse machen, dass ich das in Zukunft einfacher positionieren kann. Ich habe das hier einfach mit meinem Magnetwinkel eingestellt. Das geht wirklich sehr einfach. Man nimmt hinten die Kante, da hat man 45 Grad
Und dann kann man da wirklich auch schöne Gehrungsschnitte machen. Kann man sich auch immer ein anderes machen, den dann nochmal ein bisschen mit einer Millimeterscheibe nachziehen, dass der ein bisschen beständiger ist. Und so kann man das dann auch immer wirklich schön wieder nachvollziehen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, sehr solide. Ich habe mir hinten noch diesen Vierkantklotz hintergemacht. Das wäre der einfachste, eigentlichste Optimierungsvorschlag, dass man sich wirklich einen Anschlag macht, damit es nach hinten nicht wegkippt. Das habe ich hier gemacht, ganz einfach. Hätte man noch mit einbauen können. Ansonsten bin ich mit der Konstruktion, wie sie ist, sehr zufrieden. Ich werde die vielen nutzen. Und eigentlich, wenn man dann so anfängt, sage ich mal, ein Projekt zu basteln oder zu fertigen, dann nimmt man sich die Rohmaße, was man eigentlich so braucht, baut sich diesen Tisch auf, schneidet sich erstmal alles zu, danach baut man es wieder ab. Das geht wirklich minutenschnell. Montage des Systems habe ich jetzt nicht gefilmt, ganz einfach, weil ich keine Kamerafrau da hatte, die sonst immer bei mir filmt. Und dann ist das so ein bisschen schwierig alleine. Kann ich aber nochmal nachholen, wenn das gewünscht ist oder wenn das viele mal sehen wollen. Geht aber wirklich schnell. Ich habe auf die Uhr geguckt, also es ist minutenschnell. Also man kann das ganze System schön mitnehmen. Man kann es zu Hause nutzen. Man kann dann einfach, sag ich mal, wenn man sein Projekt anfängt, schneidet man sich alles zu. Danach baut man es wieder ab, kann an dem Tisch weiterarbeiten. Ich finde, es ist für mich wirklich was Perfektes, was richtig gut funktioniert. Ich habe 2 mm Inox-Scheiben dafür verwendet. Und die gleiten da wie Butter durch. Ich habe nie richtig gedrückt. Ich habe eigentlich nur das Eigengewicht der Maschine genommen und dann so leicht die Hand dran gehabt, ja, an dem Schalter. Sonst nichts. Funktioniert perfekt. Ich hoffe, es ist eine schöne Das Inspiration ist ja von sehr euch. schön. Und der ein oder andere baut das mal nach. Ja, kann ich noch sagen, unterm Video findet ihr meinen Newsletter. Abonniert den. Schön, aber selten. Abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Alle Werkzeuge, Maschinen und das Material, was ich verwendet habe, verlinke ich wie Projekte sind immer auch alles. unterm Video. Guckt euch das an. Und dann schneiden wir Bestellt ab. es nach, wenn ihr das bauen wollt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und ich gehe jetzt raus und trenne alles kurz und klein, was ich so finden kann.